Was geht, man aus die Fighter Osirian, heute mit dem Showcase zum neuen Tech Exchange Boo. Ich habe den Boy in sehr vielen Setups testen können. Er ist bei mir auf 55%. Ich muss aber sagen, er gefiel mir am besten nicht in seinem eigenen Leader Skill, sondern in einem anderen Team. Aber ich werde euch gleich ein paar Setups aufzeigen in den Teams, in denen man ihn spielen kann, wie man ihn spielen kann. Und wir bauen auch natürlich ein Team mit ihm als Leader und gehen dann rüber in sein Showcase. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Falls euch das Ganze im Endeffekt gefällt, gerne ein Like da lassen, Freunde. Und falls ihr neu da seid und das Ganze uns schützen mögt, auch gerne ein Abo da lassen. Vielen lieben Dank. Wir filtern erstmal unsere Kategorie nach seinem Leader-Skill. Das ist die Margin Power Kategorie. Diese gibt der Key plus 4 HP, Attack und Defense 170%. Und die Artificial Lifeline Kategorie, das ist die hier, bekommen wir von seinem Leader-Skill Key plus 3 HP, Attack 170% auf die Verteidigung 130%. Das heißt, ich habe hier erstmal folgende Liste. Am besten, Freunde, in egal welchem Team, am besten spielt ihr den neuen Boo mit einem anderen Boo. Sei es mit dem Fit Boo zum Beispiel, Dokkanomic, sei es mit dem Strength Super Boo hier an der Stelle oder Easy Buhan. Oder am besten gefiel er mir mit Easy A physisch Kid Boo in der Rotation. Die Sache ist nämlich, diese Boo-Link-Skills, die sie spezifisch haben, wie beispielsweise The Wall Standing Tall, sind weitere 15% auf den Angriff außerhalb von Fierce Battle, was auch 15% gibt, und das haben diese Boo-Charaktere. Oder natürlich Margin auf den Angriff und auf die Verteidigung 10%. Also deswegen, kurz zusammengefasst, den neuen Boo spielt ihr am besten mit einem anderen Boo. Klar, Easy physisch Kid Boo ist ja ein Supporter, also wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn man ihn tatsächlich auch als Supporter spielt, ihn rein und raus sortiert, aber mit ihm in der Rotation, in gewissen Setups, in anderen Teams, funktioniert also sehr, sehr gut. Das werde ich euch gleich zeigen. Jedenfalls, Freunde, hier an der Stelle, wie gesagt, könnt ihr ihn mit einem anderen Charakter, mit einem anderen Boo-Charakter spielen. Und bei den Boo-Charakteren müsst ihr euch keine Sorgen machen, 6 Keylink-Skills, weil in dem Leader-Skill von dem Tech-Boo bekommen sie Key plus 4 und Double Leaks sind Key plus 8. Also über Key müsst ihr euch keine Sorgen machen, vor allem, wenn ihr auch Kid-Boo in der Rotation mit dem habt, sind dann nochmal Key plus 2, wenn die HP 80% und drüber sind. Außerhalb davon müsst ihr euch dann die zweite Rotation natürlich bauen, Freunde. Die zweite Rotation könnt ihr euch beispielsweise bauen aus Baby Vegeta mit zum Beispiel einem Free-to-Play Arms in der Rotation. Ist nämlich ein Supporter für ihn an der Stelle, für die Extreme-Class-Charaktere auch. Und er hat auch gute Links wie Shattering Limit und Big Bad Bosses für ihn. Die Sache ist, der ist bei mir so gesehen eine Alternative. Wenn ihr den AGL Rildo habt, den AGL Extreme Supporter, dann könnt ihr ihn mit Baby Vegeta definitiv in der Rotation spielen. Das macht sich sehr, sehr gut. Wenn nicht, dann könnt ihr euch natürlich auch eine andere Rotation bauen, zum Beispiel aus den Cern. Beispielsweise könnt ihr auch euren LR Cern mit Transforming C13 in der Rotation spielen, falls ihr Transforming C13 habt. Ich habe ihn leider nicht, aber könnt ihr beispielsweise hier eine Cell-Rotation bauen. Man hat hier auch AGL Cooler. Die Sache an dem ist, das habe ich immer und immer wieder gemerkt, ich finde es tatsächlich schade, dass er keinen Namenszusatz wie die Great Apes hat, nämlich Giants in Klammern. Weil dann hätte man ihn in diesem Team spielen können. Worauf will ich hinaus? Warum spiele ich ihn nicht? Wegen dem Boy. Der hat für mich in diesem Team Mehrwert. Das ist nämlich der Izay Int Metal Cooler und der ist ein richtig guter Supporter. Gibt jedem Verbündeten auf den Angriff 30%. Extreme Class bekommt Key plus 3 auf die Verteidigung 40%. Wichtig, der hat noch Thirst for Conquest, zum Beispiel für den Baby Vegeta in der Rotation mit Arms. Würde das funktionieren? Rildo hat außen vorweg Thirst for Conquest, deswegen müsste das nicht unbedingt sein, aber also falls ihr Rildo mit LR Baby spielen wollt. Das heißt im Prinzip, baut euch eine Zeitrotation aus den Charakteren, die ihr habt aus der Kategorie, die sich auch gut linken. Ich muss aber sagen, aus den Charakteren an sich gibt es nicht so viel Auswahl tatsächlich. Also der Leader Skill ist schon beschränkt tatsächlich. Dann haue ich mir noch zwei Support-Charaktere und spiele beispielsweise mein Team so oder dann mit Baby-Rotation, je nachdem, wie man das Ganze drehen möchte. Und das ist auf jeden Fall ein funktionierendes Team. Der Boy Super Boo macht es auch gar nicht mal so schlecht mit dem Tech Boo an der schon mit dem neuen. Wegen den Link-Skills, diese Margin Boo oder Boo-spezifischen Link-Skills. Bei mir hat auch logischerweise drei Dupes, also macht es sich an sich auch gar nicht mal so schlecht. Aber ich muss ehrlich sagen, mir gefiel er nicht am besten in seinem Team, sondern in Transformation Boost. Und Transformation Boost Team, Freunde, wir haben natürlich jetzt die Sache an dem Tech Boo ist, er hat ja immerhin ein Keylink Skills, das ist Revival. Das sind Key plus 2. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gewisse Charaktere haben das, vor allem Resurrect Warrior Charaktere. Aber bei dem, also nach der Transformation, bekommt er 4 in Fate dazu. Revival geht weg. Also was heißt Transformation, sorry, nach dem Exchange zu einem Skinny Boo, zu Boo Pure Evil, hat er noch 4 in Fate, sind Key plus 2, also wenn ihr ihn mit einem 4 in Fate Charakter spielen wollt, geht das auch, außerhalb von irgendeinem Boo Charakter, sag ich mal. Die Sache ist jedoch, um Key müsst ihr euch in einem Transformation Boost Team gar keine Sorgen machen, weil, schaut mal her, ich spiele meinen Cooler in der Rotation mit LR Freezer, den Boo mit Easy physisch Boo, physisch Kid Boo,
Nicht nur, dass der Keep plus 2 gibt und an der Stelle auf Attack mit der 50%. Wir haben halt dann noch zwei weitere Support-Charaktere wie den In-Metal Cooler und Tals, die ich rein und raus sortiere. Und noch den Friend Cooler, der auch ein Supporter ist, weil dieser Boo gehört jetzt zu den Transformation Boost Charakteren. Das heißt, er bekommt den Boost, wenn man gegen einen Gegner kämpft von Key plus 2 vom Cooler, Attack mit 30%. Also um Key müsst ihr euch keine Probleme machen. Vor allem auch natürlich, da der Boy Boo selbstständig ja Key bekommt. Also wenn er hier an der Stelle als Boo anfängt, den Fat Boo, dann bekommt er Key plus 1. Wenn er sich exchange, dann sind das schon mal Key plus 2. Das heißt, um Key müsst ihr euch bei ihm an sich so in dem Setup weniger Probleme machen, sage ich mal, in den Setups, in denen ich ihn spiele. Deswegen, am besten gefiel er mir tatsächlich hier und ihr werdet auch gleich ein paar Szenarien sehen, da hat er es wirklich gut gemacht. Außerhalb davon kann man ihn tatsächlich auch in Resurrect Warriors spielen. Da macht er sich halt auch gut unter dem Niedersoße nicht. Könnte man zwei Rotationen bauen, Golden Freezer, Freezy zum Beispiel. Natürlich Boo mit Kid Boo, physisch dem physischen, das ist insane, Freunde, das werdet ihr gleich sehen, weil er halt 50% gibt und Key plus 2. Wenn wir unter 80% HP sind, sind das 30% Attack und das reicht trotzdem alle Male. Wie gesagt, Issei Bourne könnt auf jeden Fall auch spielen, so ist nicht. Ich habe ihn leider auf JP tatsächlich nicht, erstaunlicherweise. Aber das Strength Super Boo würde sich hier auch anbieten, habe zwei Support-Charaktere am Start. Im Time Travelers Team habe ich den Boy auch tatsächlich mal ausprobiert. Geht schon. Ich meine, der einzig andere Boo wäre hier der Full Power Boo, der Fat Boo an der Stelle. Aber gefiel mir nicht so. Man kann das zwar machen, es gefiel mir nicht so tatsächlich das Team. In Kamehameha könnte man ihn auch spielen. So ist nicht. Mit dem Strength Boo in der Rotation geht das definitiv. Also so schlecht war das nicht. Aber wirklich straight vorweg. Am besten gefiel er mir in Resurrect Warrior. In Transformation Moves, Top Team für ihn, finde ich das beste Team für ihn. Und in seinem eigenen Skill geht das auch. Aber ja, das ist so. Das Team funktioniert so ist nicht. Wir werden auch mit dem Team dann Doken entgegen gleich. Aber mir fehlt da so eine gewisse Würze, sag ich mal. Jedenfalls, Freunde, so viel zu den Teamkonstellationen. Dann schauen wir uns mal ein, zwei Szenarien von den Boyern. Ach ja, by the way, ich habe ein Majin Buu Saga Team gar nicht gezeigt, weil wir da nur einen 130% Attack Boost haben. Aber mit einem anderen Buu könnt ihr ihn da auch definitiv spielen. Ich habe hier ein Szenario. Der ist, wie gesagt, bei mir auf 55%. Ich habe Augen. Das war insane, was ich hier gesehen habe. Jedenfalls habe ich ihn mit Excel transformiert. Und dann könnt ihr natürlich auch einen Transform mit dem Active Skill und den anderen nicht und beide in einer Rotation spielen. Okay, das geht natürlich, wenn ihr Double Lead mit ihm spielt. Aber der Active Skill, der braucht ein bisschen. Nach 7 Runden könnt ihr ihn so gesehen erst aktivieren. So, eine wichtige Ergänzung zum Active Skill. Ich habe das öfteren im Video gesagt, dass es frühestens ab der 7. Runde ist. Aber gameplay-technisch ist das tatsächlich schon ab der 6. Runde möglich. Wie geht das Ganze? Kurz erklärt, sowohl bei Buu als auch bei Gotenks. Nehmen wir mal als Beispiel Gotenks. Wenn sich euer Base vom Gotenks in der 3. Runde zum Super Saiyan transformiert und ihr ihn dann aus der Rotation haut, sodass er wieder in der 6. Runde erscheint, dann kann er sich bereits transformieren. Denn die Runde, in der er sich von Baseform zum Super Saiyan transformiert, zählt bereits als Runde 1. Also in der 3. Runde ist der Zähler des Active Skills bei 1, in der 4. Runde bei 2, in der 5. Runde bei 3 und in der 6. Runde, wenn er wieder reinkommt, bei 4 und ihr könnt den Active Skill aktivieren. Sowohl bei Buu als auch bei Gotenks. Eine wichtige Anmerkung, definitiv. Deswegen mache ich das so gesehen nicht. Ich habe ihn in der Rotation mit Kid Buu an der Stelle. Wir haben ihn jetzt transformiert. Und jetzt passt mal auf, was er auf dem Radar hat. 55%. Die Sache ist nämlich, wie gesagt, er bekommt von Kid Buu hier. Mit Kid Buu teilt er sich 5 von 7 Linkskills. Wir haben Margin, Attack und F 10%, Brutal Beatdown 10%. Wir haben Infinite Regeneration, 3% Heal. Wir haben World Standing Tall, 15% auf den Angriff und Fierce Battle, 15% auf den Angriff. Der Boy, 3,1, Freunde. 3,1 auf 55%, weil er mit der Super Attack direkt die Angriff und Verteidigung für 3 Runden erhöht und das war sein erster Angriff, sag ich mal. Die Runde drauf wäre das besser gewesen und dann noch immense Damage macht. Durch die Passive Key plus 3 bekommt auf den Angriff 220%, ist wirklich insane. Damage Reduction von 50% hat und seine Crit Chance pro Rainbow Orb, den man einsammelt, um 12% hochgeht mit dem Active Skin. Aber den sieht man, sag ich mal, nicht so häufig, beziehungsweise ich habe ihn derweil nur tatsächlich in Doken Events getestet und im Extreme Tech Super Battle Road. Ich will noch ins Legend Goku Event gehen, in längere Events, sag ich mal, die Videos dazu werden die Tage folgen. Hier haben wir ein Transformation Boost Team. 2 Millionen, ganz ehrlich, als dieser Boo, nicht Exchange, erste Runde. 2 Millionen auf 55% nehme ich an, aber das ist, weil wir eben Kid Buu und Cooler haben. Und das Transformation Boost Team, das meine ich, das ist halt wirklich gestört. Und schaut euch mal jetzt hier diese Rotation an, Transformation Boost Team. Die ist auch gestört. Also wir haben in jeder Runde, egal wie ich es drehe, als Rotationscharakter auf jeden Fall einen Supporter. Wenn nicht sogar in der Rotation dann noch zusätzlich selbst
ein Support als Rotationspartner, wie zum Beispiel eben der physisch Kid Buu mit dem neuen Tech Buu, ist insane. Hier haben wir ihn jetzt Exchange, Evil Buu an der Stelle. Was geht bei dem Boy? Wir haben von Tarts 40% zusätzlich von Kid Buu's Boost. Der Boy hat jetzt hier, beziehungsweise erhöht weiterhin Great Lee Angriff für eine Runde, macht ihm ein Damage, zieht den Gegner, Kid Buu's 2 bekommt er 2,655%, richtig gut, zieht den Gegner und, also super, wie gesagt, bekommt Kid Buu 2 durch die Passive auf den Angriff 150%, hat weiterhin die 40% Damage Reduction und kann den Gegner für eine Runde stunnen durch die Passive, sowohl als auch dessen Angriffe mit einer Medium Chance dodgen. Weiterhin im Transformation Boost Team wichtig auch 77.000 Verteidigung hier an der Stelle, was er eben mit 40% tankt. Klar, in dem Dokken Event tankt er alles, aber Extreme Tech Super Bad Roads zum Beispiel kann das schon wehtun auf 55%. Er hat trotz dessen, dass er in der Passive selbst keine Verteidigung hat, hat er schon gute Stats, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich ihn hier mit einem 50% Attack und Defense Support habe und 40% Defense Supporter. Aber das gibt mir das Team. Das ist brutal. Also, ganz ehrlich, ihn als Leader ist halt. Da haben wir halt Kid Buu als Supporter. Wir haben auch den Int Metal Cooler. Das ist schon gut. Das tut den Wert des Teams schon höher bringen. Aber mir fehlen halt, sag ich mal, mehr Varianten, mehr Alternativen als so eine Cell-Baby-Rotation und seinen Fort. Also das ist auf jeden Fall noch ein bisschen begrenzt, so die Rotation in seinem Team, sag ich mal. Aber funktioniert. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, in welchem Team er euch am meisten gefallen hat. Bei mir ist es ganz klar Transformation Boost. Hier haben wir Time Travels an der Stelle. Wir haben Mai. Hier ist ein Dodge drin, nice. Mai gibt ihnen hier quasi auch Attack in der 40%. Aber ihr seht auch schon, wenn man ihn nicht mit einem Buu in der Rotation hat, da er nicht diese Buu-Link-Skills bekommt, wie Wall Standing Tall und sein Fort Margin, dann sieht es auf dem Radar gar nicht mal so spektakulär aus. Beziehungsweise mit einem Buu in der Rotation sieht das richtig gut aus. Deswegen meine Empfehlung, packt euch einen Buu, packt ihn in eine Rotation mit ihm. Wie beispielsweise hier in einem Time Travel Team kann man das tatsächlich machen. Wir haben, wie gesagt, diesen Strength Buu, sag ich mal. Der ist halt nicht so gut. Im Alternate macht er sich auf jeden Fall gut, aber in den anderen Teams hat er bessere Setups. Lass uns dann nochmal schauen, was hier auf den Angriffssets hat. Jetzt mit ihm in der Rotation als Vergleich, als Vergleich zu vorhin, als wir nur bis zum Mai mit ihm gelinkt hatten. Der Boy kommt jetzt hier. Was hat er vorhin? 1,5, 1,6, 1,9. Seht ihr, das macht schon definitiv auf jeden Fall was aus. Gut, hier haben wir ihn, wie gesagt, im Kamehameha-Team. Auch interessant. Und die meiste Zeit werdet ihr ihn auf jeden Fall in dieser Form sehen. Exchange. Deswegen habe ich auch sehr viele Szenarien zu ihm. Aber wenn er sich mal transformiert mit dem Active Skill, da verliere ich legit langsam, aber sicher meine Stimme. Ihr merkt es auch schon. 2,2 im Kamehameha-Team. Das ist, funktioniert ja. Und das fand ich echt gut, dass das Kamehameha-Team einen kleinen, beziehungsweise die Extreme-Kamehameha-Charaktere einen kleinen Boost bekommen haben. Weil die Rotation mit dem Boy funktioniert tatsächlich. Sobald er sich mal transformiert, dieser Strength-Boo, hat er auch so den Angriff- und Verteidigungswert. Wie beispielsweise das hier der Fall ist. Wie gesagt, wenn er sich transformiert, dann ab Anbeginn der fünften Runde, je nach Abhängigkeit, wie viel HP man hat, je nachdem tut er entweder sich zu Gotenks, Butenks oder Buhan transformieren. Bei Buhan hat er gute Offensiven und Verteidigungssets, so ist nicht, bekommt er 120% Attack und Defense vorneweg. Aber mit dem Innovation kann man das tatsächlich machen. Wir sind weiterhin im Kamehameha-Team, wie gesagt, wir haben auch, guck mal, 105.000 Verteidigung hat das Strength Buu, gar nicht mal so schlecht. Wir haben einen Pan als 30% Supporter. Ich muss aber echt sagen, mir hat er trotz dessen in einem Setup, mit dem physisch Kid Buu besser gefallen. Ist ja auch nur logisch, weil physisch Kid Buu gibt 50% Attack und Defense, dann ist den sein Angesetzt wirklich übertrieben gut. Und wenn man dann noch ein so, aber 2 Millionen mit Strength Buu ist auf jeden Fall auch auf 55%, sorry, definitiv echt sehr gut. Die Sache ist bei Kid Buu, er ist ja nur ein, 2-3, nice, nur ein Supporter, aber er hat trotzdem schon einen guten offensiven Wert, vor allem im Transformation Boost Team, so 1,5, 1,6, sag ich mal. Bei mir ist er nicht mal auf 100%, ich glaube, er hat 2-3 Dupes so um den Dreh herum. Aber je nach Event würde ich halt tatsächlich dann entweder Super Buu priorisieren oder dann in dem Fall Kid Buu. 86.000 Verteidigung hat der Tech Buu hier an der Stelle. Wir haben natürlich noch Kool-Aids als Rotation, wir sind hier in seinem eigenen Leader-Skill. Das aber auch das Gute ist halt, die Buu 2,58, puh. Das Gute ist halt, dass die Buu-Charaktere auf alles 170% bekommen. Solche Leader mag ich und Key 4. Also sie haben Key technisch gar keine Probleme. Gar keine Probleme tatsächlich. Und 1,62, genau wie gesagt. Also die Rotation funktioniert auch definitiv. Gut, hier haben wir dann an der Stelle den Boy. Wir haben hier im Transformation Boost Team. Ja, das ist halt das Transformation Boost Team. Jetzt haben wir Kid Buu Tarts. Ich glaube, die Rotation haben wir schon mal gesehen gehabt. Aber ihr müsst euch jetzt mal vor Augen halten, wie brutal das Transformation Boost Team ist. Und ich habe hier gar keine Probleme, gar keine Key-Probleme. Klar, wie gesagt, ergibt sich selbstständig auch Key, aber ich habe halt immer einen Supporter in der Rotation, so sage ich mal. Das ist,
Insane, wirklich. Was hatte ich auf dem Radar? 2,5, Freunde. 2,5 auf 55%. Nehme ich auf jeden Fall an. Er hat ja noch eine sehr gute Utility Seal. Dodge-Chance, Stun-Chance für eine Runde geht definitiv. Hier habe ich alternativ jetzt Arms, Free-to-Play-Arms als Supporter noch an der Stelle. 30% hier auch für Artificial Lifeform, 30% Angriff, Extreme Class 30% Verteidigung. Oder kann auch sein, dass es andersrum war. Jedenfalls bekommt er denselben, den 30% Boost für Attack und Defense. Und was macht er hier? Also er zeigt sich auch defensiv natürlich sehr, sehr gut, weil er hat jetzt diese 40% Damage Reduction und einen guten defensiven Set, weil ich halt immer in Rotation Supporter habe, defensive Supporter. Die Sache ist aber, in Dokkenes reicht das definitiv, wo sich mir die Frage stellt, beziehungsweise im Extreme Tech Super Bad, oder weiß ich das schon, tut das dennoch weh, wenn er trotz 40% Damage Reduction Schaden nimmt, weil er logischerweise durch die Passive selbst keine Defensive hat, aber das ist, das kann man verkraften, weil er overall halt wirklich glänzt. Von der Nützlichkeit her ist er wirklich sehr, sehr gut. Stats 2,5. Sehr einer her, wirklich. Also mit dem Strength Book kann man ihn auch spielen. Ist das in seinem eigenen Leader-Skill? Sehe ich gleich definitiv. Jedenfalls, also wirklich, Boo gefällt mir. Also Boo hat mich total überzeugt, wirklich. 2,35 auf 55%. Also Boo ist wirklich ein sehr geiler Charakter, definitiv. Ist auch sehr facettenreich an der Stelle. Und genau, das ist sein eigenes Team gewesen. Gefällt mir. Alles klar, Freunde, wir sind wie gesagt in seinem eigenen Team. Und zwar haben wir, das Gute ist halt Key 4 für die Majin Boo Power Kategorie und auf alles 170% ist echt geil. Ah, ich würde, okay, ich schiebe meine in die andere Rotation, machen wir das Ganze mal so. Die Sache ist jedoch, wir haben gleich Sinn, wenn man ihn mal nicht mit einem Boo in der Rotation hat, so wie jetzt zum Beispiel, dann denkst du dir, okay, wow, so. Da ist er nicht so überzeugend tatsächlich. Also, ich will ihn auch nicht, guck mal, 1, 2, so. Klar, kein Support und so, aber ihr wisst, was ich meine. Aber das ist halt, das ist nicht schlimm. Ich will ihn nicht schlecht reden. Ich will euch nur aufzeigen, dass es wichtig ist, dass man auf jeden Fall auf Link-Skills achtet bezüglich des Rotationspartners. Und das ist ja auch gut. Das ist ja so, ist ja gut, wenn ich hier mit anderen Boo spiele. Ich meine, es sind ja Boo. Ich wollte ja schon seit langer Zeit, dass man die Boo mal besser spielen kann. Und das kann man Gott sei Dank mit der Einführung dieses Boos, nicht nur wegen seinem Leader-Skill, sondern auch, beziehungsweise, ich sag mal so, klar, sein Leader-Skill macht sehr viel aus, weil Double Key plus 4, das heißt, die Boo haben keine Key-Probleme oder wenig Key-Probleme. Er selbst bekommt er selbstständig noch Key durch die Passive. Er hat so oder so keine Key-Probleme, auch in anderen Setups. Aber nicht nur wegen diesen Key-Aspekt, sondern auch wegen ihm selbst, weil er selbst ein sehr guter und nützlicher Charakter ist. Ich habe diesen Strength Boo in meinem Leben nicht gespielt. Nie. Jetzt hat er bei mir 3 Dupes. Ich spiele ihn aber nicht, weil er bei mir 3 Dupes hat. Ich spiele ihn, weil ich ihn mit dem neuen Buch spielen kann. Weil er mir diese Nützlichkeit gibt, diese Utility. Das gefällt mir. Und wirklich. Und ich mag sowas, wenn ich mal Charaktere wieder spiele, die ich seit langer Zeit oder so sogar gar nicht gespielt habe, wie im Falle vom Strength Boo. Und der Strength Super Boo, der fühlt sich mit ihm in der Rotation gut. Nicht nur in seinem eigenen Discord, wie gesagt. Deswegen, mir gefällt auf jeden Fall Super Boo. Klar. Ich sag mal folgendes, 16, okay. Klar, ich habe jetzt absichtlich nicht so viel Key genommen, in der Hoffnung, dass es vielleicht ein paar Runden überlebt. Worauf ich hinaus will ist, sein Active Skill wird man halt in so normalen Events nicht sehen, sag ich mal. Vor allem nicht in Dokken-Events. Aber die Sache ist auch bei mir persönlich, Dokken-Events ist legit für mich nur da, um die Medaillen zu farmen. Und ich bin echt froh darüber, dass es medaillentechnisch sehr viel Content gibt. Ich habe wirklich die Tage sehr viele Events gemacht. Ich hab schon 2000 Stamina verbraucht, sag ich mal, von der Mission auch her. Deswegen, in Dokken-Events, ich schaffe mit jedem Team das neueste Dokken-Event, sag ich mal. So an einem Dokken-Event messe ich den Charakter nicht, aber er macht es natürlich auch hier gut. Wo es mir, bei mir wichtig wird, ist in schwierigen Events, vor allem Extreme Tech Super Battle, Freunde, da wird auch ein Video kommen und da werdet ihr auf jeden Fall sehen, okay. Extreme Tech Super Bad Road ist für mich wirklich so ein Event, wo der Charakter mir beweist, was er drauf hat. Sei es, wie gut er ist, sei es auch, wie schlecht er ist. So wirklich batz, sachlich und neutral aufzeigt, okay, das und das habe ich drauf, das und das kannst du von mir erwarten. So vom Damage Output her, von den, oder auch von dem, was er tankt, weil das Extreme Tech Super Bad Road wirklich, da geht's zur Sache. Legend Goku Event Videos zu dem auch folgen, Freunde, weil das ist an sich ein Event, was lang geht, aber auch. Und da werden wir natürlich sein Active dann sehen. Da werden wir aber auch dann sehen, wie er sich defensiv macht, weil er hat Typen-Nachteil gegen Int Ui Goku. Bin ich echt drauf gespannt. Aber wenn man seine Sex die ganze Zeit mitnimmt in der Super Attack, wirklich sehr gut. Apropos,
2,3, sehr geil. Ich würde die Stacks tatsächlich mitnehmen. Also, falls ihr Dupes bei ihm gezogen habt, ist jetzt ein bisschen schade, dass ich es am Ende Video gesagt habe, aber falls ihr Dupes bei ihm gezogen habt, würde ich nicht komplett auf Crit gehen, weil nach dem Active Skill tut er ja sowieso pro Rainbow Orb den Einser mit 12% auf seine Crit-Chance bekommen. Das heißt, ich würde bei ihm tatsächlich entweder 15 Additional Attack, 11 Crit gehen oder 14 Crit, 12 Additional Attack, sag ich mal. Weil diesen Active Skill, den sieht man nicht so oft. Und apropos Extreme Tech Super Bad Road, da siehst du ihn schon gar nicht, sag ich mal. Deswegen, das meine ich damit. Da zeigt der Charakter mir wirklich auf, ey, was für Stärken und Schwächen hat der. Die meiste Zeit im Extreme Tech Super Bad Road wird man ihn eben in dieser Form sehen. Gut, aber ich sag mal Folgendes. Ich mach's jetzt mal so. Ich werde mal versuchen, mit keinem zu super attacken, damit ich mal in die nächste Runde komme. Und ich denke, die nächste Runde sollte die 7. Runde sein. Aber, also, falls es jemand nicht in Erinnerung hat, wie transformiert sich der Boy denn? Von Fat Boo auf Evil Boo, ab Anfang der 3. Runde, easy peasy, geht ganz schnell. Von Evil Boo auf Super Boo mussten dann zusätzlich nach der Transformation 4 Runden vergangen sein und eure HP muss 70% und drüber sein. Vergisst aber nicht, falls ihr mal die quasi die 4. Runde erreicht habt, also euren Active Skill aktivieren könnt, vergisst nicht, dass ihr ein Heil-Item, also ein Heal-Item aktivieren könnt, falls ihr mal unter 70% seid. Weil ein Active Skill kannst du ja Moment. Das ist jetzt nicht die 7. Runde, schade. Egal. Nicht schlimm, Freunde. Wie gesagt, die Tage wird auf jeden Fall zudem bezüglich Active, also bezüglich was auch nach der Transformation hat, sehr viel kommen. Aber falls ihr, sag ich mal, die 7 Runden erreicht habt, aber keine 70% HP habt, nutzt ein Heal-Item. Weil dann könnt ihr den Active transformieren. Vergiss das definitiv nicht, Freunde. Active Skills sind quasi auch die HP-Bedingungen haben. Da könnt ihr auch in der Runde einfach eure HP erhöhen, sag ich mal. Warte mal, falls ihr die Runde eventuell überlebt, bin ich dann in der 7. Runde danach? Vielleicht hätte ich mit dem nicht super attacken sollen. Weil, obwohl habe ich den Friend raussortiert, ich denke schon, ja, nein, vielleicht gucken wir mal. Hier war es vorher nicht schlimm. Wir werden ihn auf jeden Fall die Tage noch in Action sehen, in der Super Boo-Form. Wenn ich, wie gesagt, ins Legendary Goku-Event gehe, in Fat Dragon History Event, Extreme Super Bad Road eher nicht. Aber da sehen wir dann die Schwächen und Stärken von dem Skinny Boo, sag ich mal. Das sollte die 7. Runde sein, weil ich war noch nie so lang tatsächlich hier in dem Event. Ja, nein, vielleicht? Ja, hallo? Ja? Okay, nice. Gut, aber das war jetzt, wie gesagt, ich hab drauf gespielt. Aber gar nicht mal so schlecht, also wir am Abschluss des Videos auf jeden Fall noch, wie er sich in der Relation mit X gemacht, beziehungsweise haben wir so, das erste Szenario war ja das, gar nicht mal, also, der ist halt insane. Wir waren aber, glaube ich, unter 80% HP, das heißt, Kid Buu gibt nur 30% Attack und Defense, aber von den Sets her 71.000, 50% Damage Reduction, das ist halt wirklich sehr gut und der wird auch auf jeden Fall hier gut Schaden machen. Bis wir gut ist auf dem Radar haben, auch wenn wir nur einen Support haben. Derweil lasst mich gerne wissen, Freunde, was jetzt, beziehungsweise wie euer Standpunkt ist zu dem Boo, wie ihr ihn findet. Er gefällt mir wirklich. 2,9. Auf 55%. Er gefällt mir echt. Das ist ein richtig cooler Charakter, wirklich. Er hat wirklich sehr vieles und ich bin mit ihm zufrieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Mach's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.